imagine all the people living for today. Припинити цей російський терор було би можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили наших військових, щоб у терористів не було відчуття безкарності. Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки і знищувати ними українські міста. Сьогодні о 9:15 ранку російська армія здійснила ракетний обстріл нашого міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору. Станом на цей час 17 прізвищ у списку постраждалих, 14 поранені, троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема в 4 житлові будинки. І такий обстріл, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Die Pläne des Internationalen Olympischen Komitees, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen 2024 unter neutraler Flagge teilnehmen zu lassen, sind in der Ukraine auf Ablehnung gestoßen. Die Absicht des Verbandes hatte IOC-Präsident Thomas Bach am Rande der Rodel-Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof unterstrichen. In einem solchen Krieg gibt es so etwas wie Neutralität nicht. Und wir wissen, wie oft Tyranneien versuchen, den Sport für ihre ideologischen Interessen zu nutzen. Es ist offensichtlich, dass jede neutrale Flagge russischer Sportler mit Blut befleckt ist. Übrigens lade ich Herrn Bach nach Bachmut ein, damit er mit eigenen Augen sehen kann, dass es keine Neutralität gibt. In der Großstadt Lviv werden unterdessen verwundete Soldaten versorgt. Andriy Askerov verlor sein linkes Bein, als er einem Kameraden erste Hilfe leistete. Für ihn steht fest, dass er so bald wie möglich an die Front zurückkehren will. Since the beginning of Russia's full-scale invasion, Ukraine has exported 40 million tons of grain and oilseed crops. The main receivers are developing countries in Asia and Africa, which are critically dependent on Ukrainian supplies. To prevent starvation in these regions, Kyiv founded the Grain from Ukraine initiative, which has raised $200 million in contributions. The initiative already has ambassadors in Africa, social and political leaders of the region. Despite all the difficulties, we fully cover our domestic consumption of wheat, about 6.7 million tons per year. And even according to pessimistic forecasts, we will have about 26 million tons of wheat this year. That is, we have the ability to provide both ourselves and the world with food. Denis Bashlyk, Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine for Digital Development, Digital Transformation and Digitalization on Telegram. But even this initiative is used by the Kremlin to put pressure on Ukraine's allies. According to the Ukrainian Ministry of Agricultural Policy, Russia is delaying ship inspections as long as it can. Consequently, only 2 or 3 ships with grain pass through the Bosphorus every day, and the overall rate of exports has become record low. The world should not suffer due to the will of a dictator, President of Ukraine Volodymyr Zelensky said at a conference of agriculture ministers. Right now, while the discussions at the forum are going on, more than 100 ships transporting food are lined up near the Bosphorus. Why? Because they need to be inspected, and Russian representatives are blocking this inspection. The ships are detained for weeks. It means higher prices for Europe. For Asia, it means a growing threat of social instability. In Africa, for such countries as Ethiopia or Sudan, it means empty tables for thousands and thousands of families. Before the full-scale invasion, the world underestimated the importance of Ukraine to the global security system, including food. Kyiv understands that the leading position in grain supplies is not only a privilege, but also a responsibility. Therefore, even now Ukraine fulfills its obligations, without speculations and additional conditions. Ukraine expects the same attitude to the problem of global security from developed democracies. Scholz не може сравнитися з Естонією. Scholz can't compare it to Estonia, which gave everything.
and that's less than the portion Scholz gave. We are grateful to Germany, but I can't thank them and bow down and smash my head on the floor. There is a sober understanding of everything. To Estonia, I will bow because they gave everything. Yes, that's all they could do, but I'm grateful to them. I'm just giving this example, and I just want us all to be heard, because you know, if Ukraine is able to feed some country, and here it is, war, and Africa needed help, we were sending grain. Though I could have said the same thing. Well, look, I'd like to see who else can send grain. Grain from Ukraine initiative aims to send a total of 60 ships with food to the needy countries by the end of spring. This week, the fourth ship of the initiative left the port of Chernomorsk for Ethiopia. The country which badly needs food will receive 30,000 tons of wheat. Reported by Serhiy Kulias, Danilo Kobza, UATV News. Ganz genau, die Aussage von Donald Trump, dass er diesen Krieg binnen 24 Stunden beenden könnte, das heißt einen Waffenstillstand der Held aushandeln könnte, die wird hier natürlich gerne aufgenommen wie eine Steilvorlage für Dmitri Peskow, den Sprecher des russischen Präsidenten. Und der hat darauf dann erwidert, dass es genauso sei, dass es absolut in den Händen des amerikanischen Präsidenten liege, diesen Krieg zu beenden, weil man eben in Washington die Macht habe, auf Kiew, auf Präsident Zelensky einzuwirken und im Endeffekt die Ukrainer das zu tun haben, was die USA vorgeben. Aber in Washington wähle man eben nicht den Weg der Verhandlungen, sondern den Weg der Eskalation mit Russland, und diese ganzen Panzerlieferungen, die jetzt anstehen, die seien auch nur zustande gekommen auf den Druck aus den USA hin, so Dmitri Peskow, der Sprecher von Wladimir Putin. Und da gibt es jetzt auch im russischen Netz, genauer gesagt auf Telegram, auf dem Kanal Rybar, Veröffentlichungen, Bilder, Videos, die zeigen sollen, wie schon gepanzerte Fahrzeuge, wahrscheinlich sogar amerikanische Schützenpanzer in Polen Richtung Ukraine unterwegs sind. Und dann wird hier jetzt von den Kollegen des Portals Rybar spekuliert, dass diese Panzer jetzt alle auf verschiedene Truppenübungsplätze gebracht werden, dass man die Ukrainer darin schult, mit diesen Waffen umzugehen, und dass man das alles hortet für eine Frühjahrsoffensive gegen Russland. Bei einem neuen russischen Granatenangriff wurden mindestens 10 ukrainische Zivilisten getötet und 20 weitere verwundet. Nach offiziellen Angaben waren vor allem Städte und Dörfer im Osten und Süden der Ukraine betroffen, die sich in Reichweite der russischen Artillerie befinden. Die Russen haben ein Wohnviertel beschossen und 4 mehrstöckige Gebäude, ein Hotel, Garagen und zivile Autos beschädigt, sagte der Gouverneur der Region Donetsk in den sozialen Medien. Die ukrainische Armee gibt an, an einem Tag bei Kämpfen um Wuleda 109 russische Soldaten getötet und 188 weitere verwundet zu haben. Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte sagte, die heftigen Kämpfe dauern an. Gleichzeitig appelliert die Ukraine an ihre Verbündeten, Flugzeuge zu liefern, die in der Lage sind, die gepanzerten Kampffahrzeuge zu sichern, die in der Ukraine eingesetzt werden. Bilder aus der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Die Stadt Kostjantynivka ist deutlich gezeichnet vom russischen Angriffskrieg. Am Samstag sollen hier 3 Personen durch Moskaus Raketenbeschuss getötet und weitere verletzt worden sein, so berichten es die örtlichen Behörden. 4 Apartmentgebäude und ein Hotel seien beschädigt worden, hieß es. Derzeit werde dieses weitere russische Kriegsverbrechen von der Polizei vor Ort dokumentiert, so der Gouverneur der Region Donetsk, Pavlo Grilenko, auf Telegram. Am Samstag hatte er erklärt, in den vorangegangenen 24 Stunden seien bei russischen Angriffen 4 Menschen getötet und mindestens 7 verwundet worden. Die Angaben ließen sich zuletzt nicht unabhängig überprüfen. Seit 11 Monaten. Unterdessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Zusage, moderne Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, um Vertrauen in ihn und die gesamte Bundesregierung geworben. Scholz wandte sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Viele Bürgerinnen und Bürger machen sich große Sorgen. Sie wünschen sich natürlich Frieden in Europa, dass der Krieg nicht näher kommt, dass die Regierung und der Kanzler die Nerven behalten.
Genau das ist mein Versprechen an Sie. Vertrauen Sie der Regierung. Vertrauen Sie auch mir. Wir treffen Entscheidungen, die immer abgewogen sind und international abgestimmt sind. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte am Freitag, die Lage an der Front sei nach wie vor extrem akut, insbesondere in der östlichen Region Donetsk, wo Russland im Rahmen seiner im Februar vergangenen Jahres begonnenen Invasion seine Offensive verstärkt. Zuvor hatte Zelensky gefordert, versprochene moderne Kampfpanzer zeitnah zu liefern. Imagina la gente viviendo.